Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Green Mobility, einer Web-TV-Serie aus Südtirol. Wir befinden uns hier am Caropass inmitten einer wunderbaren Schneelandschaft. Schnee ist auch unser heutiges Thema, denn sehr viele haben großen Respekt davor. Es hat geschneit, über Nacht, die Straßen sind rutschig. Was tun? Beim Abwärtsfahren auf Schnee und Eis niemals abrupt bremsen. Am besten gar nicht. Eine Aussage, die vermutlich noch aus einer Zeit stammt, als es weder Elektroautos noch ABS gab. Damals war es sicherlich ein ernstzunehmender Hinweis. Heute nicht mehr. Oder nur sehr bedingt. Denn heute gibt es ABS, welches verhindert, dass unsere Bremsen blockieren. Zudem gewährleistet es volle Manövrierfähigkeit, auch bei getretener Bremse. Besondere Vorsicht gilt trotzdem, besonders in Kurven. Die seitlichen Fliehkräfte können fatal sein. Bricht ein Fahrzeug erstmal aus, gibt es sehr wenige erfahrene Piloten, die hier noch die Kontrolle über das Fahrzeug zurückbekommen. Immer aber gilt, vorsichtiger und langsamer fahren. Wer ein Elektroauto fährt, der hat hier gleich mehrere Vorteile. Die berühmte Rekuperationsbremse sorgt nicht nur für Rückgewinnung an Reichweite, sie macht ein Betätigen der Bremse nahezu unnötig. Beim Abwärtsfahren einfach Fuß vom Gaspedal und schon wirkt diese stromproduzierende Bremse, ohne die Räder zu blockieren. Egal bei welcher Geschwindigkeit, einfach Fuß vom Gas, schon setzt die Rekuperation ein. Zwei wichtige Ausnahmesituationen gibt es aber auch hier. Ist die Batterie randvoll geladen, kann sie keine zurückgewonnene Energie mehr aufnehmen. Sie funktioniert also nicht. Die zweite Ausnahme kennen wir bei kalter Witterung. Solange die Batterie und Antrieb noch nicht auf Optimaltemperatur sind, lässt uns die Rekuperationsbremse auch hier im Stich. Für beide Fälle kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Die Batterie nicht bis an den Anschlag laden. Das verlängert angeblich auch die Batterielebensdauer. Und das Auto vorheizen. Tesla über die App verbinden, am Frühstückstisch 15 Minuten vor dem Start genügen. Schon habe ich ein angenehm warmes Fahrzeug mit bereits funktionierender Rekuperationsbremse. Auch hier gilt Achtung auf die höheren Fliehkräfte. Je größer die Batterie, desto schwerer das Fahrzeug.